Was sagen. Ich möchte kurz sagen, Achso. dass wir bitte, dass bitte hier Andere niemand ist Mikrofon. verrät. Geil. Aber wir hören André. Gut. Sie, die Welt da draußen kann André nicht hören. Das macht aber gar nichts. Das Erste, was ich sagen möchte, Jules, verrate bitte nicht mein Tierthema. Das habe ich nämlich eben vergessen, im Vortalk zu besprechen. Und wir freuen uns ganz doll. Abgesehen davon, das war das Wichtigste, was ich sagen wollte. Wir freuen uns ganz doll, dass alle da sind. Und André ist bestimmt gleich auch akustisch wieder da. Ja, Ja. ich bin akustisch jetzt auch da. Wir sind Yay. kein plötzlich Wissen-Stream ohne Tonprobleme. Hallo, herzlich willkommen zu Habt auch mit plötzlich Wissen. Mit Plötzlich Tonproblem. Akustik. Plötzlich Akustik, genau. Mit der wundervollen Inga Marie Ramke. Hallo. Ja, Mit wir Julia müssen. Schnetzer. Hallo. Und mit André Lampe, der jetzt zu Ist hören über uns, und ne? zu sehen ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Er ist Hier ist über mir. über Ja. mir. Gut. Genau. Ja, Ich habe wir sind alle drei da. ganz kurz, sorry, ich habe ein bisschen Verbindungsprobleme. Hake ich bei euch? Ihr hakt bei mir ein bisschen. Du hast Hake ich ganz bei euch auch? leichte Aussetzer, ganz ab und zu. Ja, Okay, Bremen. schauen wir mal. Schauen wir mal, wie Was das los läuft. in Bremen? Wahrscheinlich Weiß nicht. streamen alle Mitbewohner. Ja, Netflix. genau, bei dem Wetter. Keine Ahnung. Vielleicht hast du ja auch eine Taubencam aktuell oder so parallel Boah, die laufen. Tauben, Alter. Die sollen ausziehen, ey. Was, du hast Die bei kriegen ja dir ein Geflügelproblem? nichts. Ja, ich kam zurück, ne, nach 4 Wochen. Ja. Und guck auf meinen Balkon und dann sitzen in meinem Blumentopf 2 so dicke Küken. Dinosaurier. Nackige, ja, ohne Tauben, Scheiß, richtig Taubenküken hässlich. sind hässlich, ne? Und ja. Ja. Bitte? Taubenküken sind hässlich. Ja, richtig Ja. hässlich, echt. Ja. Und ja, und jetzt wohnen die halt da und sie sind halt mittlerweile aus diesem Blumentopf raus und haben sich jetzt die ganze Zeit unter so einem Regal versteckt, aber jetzt mittlerweile trauen sie sich da auch mehr raus. Und jetzt sehen sie eigentlich schon aus wie normale Tauben, bloß ein bisschen kleiner. Und jetzt üben sie hier auch so fliegen und so. Alles ist zugeschissen ohne Ende, ey. Oh. Und ja, machen hier Rabatz. Und ich weiß nicht, ob ich sie ab demnächst. Sie können schon fliegen aus dem Fenster. Raus, ihnen raushelfe. Ja, jetzt langsam reicht's. Ich glaube, es ist jetzt die 5. Woche oder so. Ist jetzt echt genug. Hast Ja, du sie denn müssen jetzt geguckt, wann die so ausziehen. ausziehen, normalerweise? Ja, ich habe mal kurz, also die wahrscheinlich als ich zurückgekommen bin, da waren die wahrscheinlich erst so 2 Tage alt. Jetzt auch so von der Dauer, wie sie sich entwickeln, weil die irgendwie anscheinend, wenn die schlüpfen, irgendwie dann wirklich jeden Tag irgendwie ihr Gewicht verdoppeln oder so, also crazy schnell wachsen. Aber Okay. ja, die sind echt nicht süß als Babys. Nee. Nee, ist das, ich werde gleich mal gucken, ob ich nochmal schnell ein Taubenkükenbild finde. Aber ich will erst einmal Hallo sagen. Da hat nämlich der coole Typ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 9 hat schon Hallo gesagt. Genauso wie, achso, Schnitzel, Jules und Inga, das seid ihr. Ansonsten Ja. euch allen, die noch im Chat sind und noch nichts gesagt haben. Hallo, schön, dass ihr da seid. Arbeitwelt ist da. Schönen guten Abend. Und Ja, 01 Ella und Alice Zydra und ja, DQ Knight, Nikik Tracks. 95, Nikik hat schönen guten Abend gesagt. Hallo, Und Niklas. Kata. Ja, Kata und Rentier Joe und Sad Wanderer. Null. Ja, schön, dass ihr da seid. Genau. Wir sind heute am Tag des Meeres angekommen im Ja. Verlauf des Jahres. Stimmt. Und es war uns, glaube ich, gar nicht so bewusst, als wir Überhaupt diesen nicht. Termin gemacht haben. Überhaupt nicht, nee. Überhaupt nicht. Wann Ich könnt bin ihr? auch Ja, alt. da. Da war was. Ich bin Und auch nicht alles so ein nur. Fan von diesen Tagen. Ich finde das immer irgendwie so ein bisschen. Aber okay. Ja. Ja, was ist denn? Das ist auch mir jetzt nur kurz vorm Stream entgegengeflogen, beziehungsweise du hast es erwähnt. Was macht der Tag des Meeres? Da sind Der wir. allgemeine Ach das so. Marketing der UN ist das, wenn ich Ah, das ja, richtig okay. verstehe. Ja, Ja, das Meeresmarketing. ist halt so, wie jeder Tag
Tag von irgendwas ist oder meistens von mehreren Sachen. Ja, aber ein bisschen besser beworben, ne? Also es gibt auch Ja. Tage, da weiß ich nicht, da denkt keiner Es gibt drüber auch nach. den Caps Lock Day. Neulich war auch Towel Day. Ja, genau. Ja. ja, aber heute ist einfach der 8.6., 2 Tage nachdem André älter geworden ist. Jawohl. Alles Gute. Danke. Dankeschön. Ja. Und wir haben ein paar Sachen vorbereitet. Ich habe, als Jules noch nicht im Chat war, schon gehört, dass es ein neues Spiel gibt, das nur kurz Ja. währt, was voll, also mein, also du hast es so gut geteasert, André, dass ich da voll Bock drauf hat, weil André hat erzählt, dass es sich, Inga hat Bock auf das Spiel, ja, das mal hinzukriegen. ja, das liegt daran, dass du erzählt hast, dass es zum einen kurz ist und zum anderen künstlerisch. Ja. Und es hat Preise gewonnen und das muss nichts heißen, Nein. aber Nein, nein. Das muss wirklich nichts heißen, aber es hat Preise gewonnen. ja. Jetzt bin ich auch gespannt. Ja. Ich weiß auch nicht, wie es ist tatsächlich. Ich habe darüber gelesen. Ich dachte, das passt thematisch okay. Aber so wie es beschrieben wird, klingt es nett. Das könnten wir bei Plötzlich Wissen machen. Ja. Es geht Okay, um. ja, dann testen wir das doch Ja. nachher. Genau, Ja. also. Geht um? Geht um? Sorry, ich habe dich gerade unterbrochen. Es geht um was, das Spiel? Achso, Cool. so um wie Wasser Leben ermöglicht oder wie ohne Wasser kein Leben da ist. Mehr will ich nicht Okay. verraten. Also, ich habe halt so kurz Ja. reingeguckt und dann war mir nicht sofort klar, was ich machen muss, aber das gehört wohl vielleicht zum Reiz. Aber es ist auf jeden Fall, es sieht grafisch schön aus und die Musik ist toll. Das heißt also, alle die Leute, die noch nicht mit Kopfhörern gucken, sollten das tun. Es steht auch extra beim Spiel bei Best Enjoyed with Headphones. Okay. Und ich habe Oh, eine Nickik, Tierart Dankeschön. vorbereitet. Und ich habe eine Tierart vorbereitet, die letztes Mal schon angeteasert war, glaube Ah. ich. Aber ich weiß nicht, ob sich alle erinnern. Deswegen sage ich dazu erst dann was, wenn ich dran bin. Und ich glaube, Jules hat auch was mit Tieren, oder? Ich habe auch was Kleines vorbereitet, was thematisch so ein bisschen zu deinem Thema auch passt. Ein bisschen. Aber Inga, ich wollte dir jetzt nur gerade sagen, ich werfe es jetzt auch mal quasi kurz hier in die Runde. Ich habe es euch ja vorhin schon kurz verraten. Ich darf jetzt auch für Arte TV auf Twitch moderieren. Aha. Dienstag um 21 Uhr ist der erste Stream. Und zwar nennt sich das, jetzt sage ich es sicher wieder falsch. Ist es auf Französisch? Ich will es jetzt gerade nicht sagen, den Titel, weil ich weiß, ich habe ihn schon mal falsch gesagt. Aber nee, es geht auf jeden Fall. Wir gucken Dokus zusammen und haben dann Gäste, also zum Beispiel den Autor der Doku vor Ort und auch Ist das bei Arte-TV? Interviewpartner aus der Doku. Genau. Ja, dann schmeiß ich Und doch auf jeden Fall mal. geht es um Spiele, Inga. Deswegen kam ich Oh. gerade drauf. Oh, ja, dann muss ich ja jetzt jeden. Ist es jeden Dienstag? Nee, 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 wahrscheinlich. nee. Nee, nee, Nur nee, das diesen ist auch, wird dann Dienstag. nochmal angekündigt. Genau, weil wir Dann. verschiedene Gesprächspartner haben und da muss man immer Termine finden, wo das dann irgendwie auch passt. Ja, wir verbauen uns ja auch unsere Termine gegenseitig, indem jetzt alle irgendwo streamen. Können wahrscheinlich ja parallel hier streamen, weil alle irgendwo anders schon streamen. Schön. Genau, aber es geht um Spiele, Inga. Ganz Und toll. warum, Das was Spiele machen und warum Spiele. Das ist echt, das ist eine interessante Doku. Also kannst du auch so gucken. Die gibt es in der Mediathek. Aber das ist spannend. Ja. Ich gucke da auf jeden Fall mal Behind rein. Story heißt das Format. Ich würde mal sagen Behind the Scene, aber es das heißt Behind the Story. Okay. Story und C reimt sich ja auch fast. Ja. Ja. Naja. Womit wollen wir Ja, ich weiß anfangen? nicht, ich kann mal anfangen, weil ich habe auch gar Ja. nicht so viel vorbereitet. Und zwar, weil ich wollte euch quasi eine kleine Geschichte erzählen, weil ich war ja jetzt, das ist auch so ein Grund, warum wir lange nicht gestreamt haben. Ich war ja jetzt ein paar Wochen weg in der Karibik, weil ich auf Expedition war. Wir haben quasi so eine Algenfarm getestet, untersucht und so. Und da war halt eine Sache,
Das ist so, ich glaube, so eins der Highlights für mich, als wir da waren, die ich so gesehen habe. Und zwar, ne, wir hatten immer diese Algenfarm in der Bucht, wo wir jeden Tag halt irgendwie draußen waren, da immer hin und her schwimmen mussten, um irgendwie ein Shit zu transportieren oder so. Es war sehr anstrengend. Sind sehr viel geschwommen. Aber das Schöne dran war halt, dass man irgendwie jeden Tag durch diese Bucht geschwommen ist, geschnorchelt ist und man halt irgendwie auch jeden Tag andere Sachen gesehen hat. Und irgendwie, ne, auch wie sich das dann immer über den Tag verändert und sowas. Also es war meistens so ein Seegraswiese-Untergrund. Und es gab viele Quallen, die einem sehr oft wehgetan haben. Oh. aber eines Tages, also es war so, wir kamen an den Strand und in der Karibik wird halt auch gern Party gemacht am Strand, ne? Und auch an dem Strand. Und da war auch irgendwie ein paar Tage davor, irgendwie war da so eine Party. Und dann lag überall halt so Konfetti rum, ne? So dieses Plastikkonfetti in so knallpinkblau und so. No. Ja, auf jeden Fall bin ich dann schnorcheln gegangen und dann sehe ich halt überall im Wasser, ne, immer so vereinzelt halt auch diese pinken, blauen Fetzen und bin halt so, ja geil, jetzt ist der ganze Müll hier im Wasser, ey. Und ja, hab dann halt quasi so, ein so ein Konfetti wollte ich halt so fangen, ne, also irgendwie so mit der Hand und lang da so hin und dann ist es einfach weg. Und ich war so, hä? What the fuck? Dann noch so ein fettes Stück und dann bin ich so, okay. Und dann will ich das packen und in dem Moment, wo ich hinlang, ist es einfach weg. Also einfach unsichtbar. Und ich bin so, hey, what the fuck? Was geht denn jetzt ab? Also bin ich da noch mal irgendwie zu einem hingetaucht und bin dann ganz langsam mit der Hand zu heben. Und dann wurde das wieder unsichtbar und dann habe ich aber so ein bisschen die Konturen erkannt und habe gesehen, das ist halt ein Tier. Das ist ein kleines Tier. What the fuck ist das Ein denn? Konfettitier. Ein Ja. Konfettitier, ja, ist schön. Ja, ich habe sie genau, ich habe sie dann Konfettitiere genannt. Und ich so, okay, crazy. Ne, bin irgendwie zum nächsten Ding geschwommen, auch wieder mit der Hand weg, wurde wieder durchsichtig, aber ne, gesehen, das ist ein kleines Tier. Und dann bin ich mit so einem Falco-Tube, also so einem Plastikbehälter, die man so im Labor benutzt, bin ich dann hingeschwommen und habe nach ungefähr 50 Versuchen geschafft, ein so ein Ding zu fangen. Die waren nämlich auch echt richtig schnell und sie waren halt echt, also ich weiß jetzt auch, sie haben sehr Augen, ne? Also die waren super weird. Das war wirklich nicht einfach, die zu kriegen. Also wahrscheinlich mit so einem Netz oder so wird das gehen, aber mit so einem Tube war das nicht so einfach. Genau, und dann hatten wir die Möglichkeit, das mal so ein bisschen besser anzugucken und dann haben wir auch gesehen, okay, das ist irgendwie ein Kopropode, also ein kleiner Krebs. Und genau, und dann habe ich die auch mal gegoogelt und dann habe ich dir, jetzt können wir das auch mal gemeinsam gucken, André, ich habe dir da nämlich auch ein Video geschickt. Ja, ich gehe mal auf den, ich mache einmal Blub, dann können wir uns das Video groß für die Leute angucken. Genau, So. ich glaube, um den Ton zu machen. Den Ton habe ich ausgemacht. Er ist schon aus, genau. Haare, ey. Schaue ich denn aus, würde? So, dann sag wann. Ja, mach einfach Play, dann seht ihr mal, wie das so ausschaut. Ich habe es auch versucht, selber zu filmen, aber das geht halt gar nicht so einfach. Das hat nicht so gut geklappt. Oh. Es kommen gleich noch Ui. bessere Aufnahmen. Oh, das sieht Und ja da aus. sieht man auch mehr diese Farben. Ach krass, die sind mega durchsichtig. Also das ist ja Ja, eher das so, als ist ob sie total leuchten. abgefahren. Ja, das ist wirklich, die leuchten eben wirklich in so Blau, in Pink, in Gelb. Also absolut krasse Farben. Also wirklich absolut krasse Farben. Und das war dann eben, wenn du da so geschnorchelt bist, waren die halt überall so vereinzelt im Wasser. Es war so ein bisschen wie durch Konfetti schwimmen, ne? Die waren überall so. Und haben halt in verschiedenen Farben geleuchtet. Es sah total toll aus. Also wirklich wunderschön. Und ja, und dann werden die einfach durchsichtig. Also super abgefahren. Und genau, ich habe dann. Ich habe es jetzt nicht geschafft, so viel dazu zu lesen. Das sind Kopropoden, also kleine Ruderfußkäppchen. Und man geht davon aus, dass die das mit der Farbe machen. Das können nur die Männchen und dass die das als Kommunikationsstrategie nutzen, ne? Also um untereinander oder mit den Weibchen irgendwie zu kommunizieren. Aber man weiß nicht so viel darüber. Und ich habe dir, glaube ich, auch ein Paper geschickt, André, aber ich habe das auch echt nur so ganz grob überflogen, Ich wo habe es das darum Video mal in geht, den wie Chat sie das geworfen, machen. Ja. dass ihr euch das auch angucken könnt. Ja, wie sie das machen. Und die haben irgendwie,
Das hier. Circular Polarization. Genau, da kannst du nämlich kurz, wenn du runterscrollst, da gibt es so ein bisschen Elektronenmikroskop-Bilder, genau. Hier bei den... Von quasi der ihrer Struktur. Ja, ja. Welches? Ja, das also hier? Du kannst hier oben auch anschauen. Nee, weiter runter. Ich glaube, du kannst ja auch weiterklicken. Nee. Weiter runter. Weiter runter. Das da. Ah ja. Genau, das, ne, da sieht man so ein bisschen diese Platten, die sie haben. Ja. Und genau, und irgendwie, also das ist quasi, sie nennen das da, glaube ich, in dem Paper irgendwie zirkuläres Prisma oder so. Ich habe absolut keinen Plan davon. Also ich auch so ein Lichtgesicht, okay. Das wäre dann dein Thema. Also falls du dir das mal angucken willst, genauer irgendwann, dann kannst du das gerne machen. Also weil die irgendwie auch schreiben, dass das halt das, was man da sieht bei den Kopepoden und auch dieses, dass schnell sich, dass die Lichtfarbe verändern können und so, das gibt es ganz, ganz selten im Tierreich. Und irgendwie so, wie die das machen, eigentlich ist das, glaube ich, so einzigartig, wie ich das verstanden habe. Mhm. Also vor allem auch, weil die sich so durchsichtig machen können, weil sie irgendwie dann, glaube ich, alles Licht halt irgendwie, oh, ich weiß nicht, reflektieren bis auf UV-Licht. Also anscheinend kann man sie, wenn man Augen hat, die auf UV-Licht sehen können, was wir ja nicht haben, kann man die wohl noch sehen. Okay. Genau, aber weil sie das reflektieren. Genau, aber irgendwie, ja, ich glaube, weil sie das reflektieren dann noch, also wenn die durchsichtig sind. Genau, aber was dieses irgendwie dieses zirkuläre Prisma-Ding, keine Ahnung. Also das, wie gesagt, das vielleicht kannst du dir das mal angucken oder so, das könnte ganz spannend sein. Und irgendwie steuern die das mit dem Zytoplasma in der Zelle irgendwie, wenn sie das größer oder kleiner machen. Also es ist auf jeden Fall irgendwie abgefahren. Und ich denke mir auch, diese Technik, keine Ahnung, also ich meine, so wie die durchsichtig werden, ist es halt auch die Frage, ob man damit so Tarnkappen bauen kann. Das war mein erster Gedanke. Genau, aber man konnte das, glaube ich, jetzt auch so nicht reproduzieren. Aber vielleicht, wenn du mal Zeit hast oder so, vielleicht für den nächsten Stream. Ja, weiß ich nicht. Das klingt spannend, das sieht so cool aus. Was haben wir denn hier? Es ist schon absolut cool aus. Und ja. Ich habe auch wirklich von denen noch nie davor gehört. Und die heißen auf Latein Saphiviridae, glaube ich, diese Gattung. Also es gibt mehrere Arten, die das können. Und auf Englisch heißen die auch Sea Sapphire, also Meeressaphir. Ah, und sie können ihre, ihre Polarisation ändern mit dem. Ja, das muss ich mir unbedingt angucken. Ja. Das ist ja cool. Mach das mal. Ja, ist richtig cool. Also ich habe noch nie von denen gehört. Ich wusste gar nicht, dass die existieren. Und dann war das irgendwie cool, die so quasi selber zu entdecken. Das war ziemlich cool. Okay, das versuche ich mir mal abzuspeichern. Ja. Den Link, aber ich habe ja, ich habe das ja auch noch von dir als E-Mail, dann kann ich das, kann ich dann noch mal genau. Ja. Genau, und die waren auch nur, ich glaube, einen Tag da. Achso, und dann sind sie wieder weg? Also. Sind die denn so weit verbreitet oder ist es was ganz, ganz Besonderes für die Karibik? Oder? Nö, die gibt es schon an mehreren Stellen. Die gibt es auch teilweise, es gibt auch welche, die nur so im tiefen Wasser vorkommen und so. Ist unterschiedlich. Es gibt auch welche, die zum Beispiel die quasi im flachen Wasser gar nicht Farben machen, sondern das irgendwie nur im tiefen Wasser können. Also weil je nachdem, auf was für Lichtwellenlängen die spezialisiert sind sozusagen. Genau. Aber total abgefahren. Genau, und die anderen Leute, die im Wasser waren, die hatten das auch gesehen, die dachten aber alles, das wären Fischschuppen. Und so. Also sie hatten auch die Anne, die da war, die meinte auch, sie hat das schon öfter mal gesehen, aber die dachte immer, das wären Fischschuppen. Und ja. Okay, verlieren cool, Fische denn so regelmäßig Schuppen? Ja, ich war auch verwundert. Sorry, meine Mama hat angerufen. Habe ich nicht gehört. Grüße an die Mama. Okay. Ja. Gott, ja, ich muss die auch mal wieder anrufen, habe ich lange nicht mehr. Ah ja, da steht ja auch Saphiridae. So, genau, ja, Saphiridae. Von Saphir, genau. Aber ich finde halt Konfetti-Tiere den besseren Namen. Ja, Konfetti-Tiere finde ich auch gut. Ich denke, man sollte das einreichen irgendwo an zentraler Stelle. Ja, besonders ist ja, Saphir leuchtet ja eigentlich auch nicht. Na, wobei? Ich hätte an Opal gedacht. Doch. Saphir, ist auch ein Lasermedium. Also, das ist eigentlich schon sehr treffend, wenn ich nochmal richtig darüber nachdenke.
Also Saphir kann man zum Lasen bekommen. Aber wie heißt denn? Gab es nicht immer noch so eigentlich so billige Schmucksteine, die auch so? Also ich denke, Du meinst so Flussspat? Fluorite. Wie? Fluorite oder Flussspat auf Deutsch. Also ich hätte an Saphir, an Opal gedacht, weil die auch das Farbspektrum so in Blau und Rosa und Grün und Lila. Na, warte mal, ich müsste irgendwo einen Flussspat da ja, haben. Ja, Opal, ja, ich finde auch, genau das meinte ich auch, Inge, Opal. Ach so, Opal, Gott okay, dann muss ja. ich jetzt nicht einen nach, nee. Nach wenn einem du Flussspat einen Opal suchen. Hast, dann... Was? Ich habe nämlich einen Opal-Ring und der ist auch so... Ja, genau, das meint, ja, ich finde auch Opal ist eigentlich der bessere Vergleich. Ja, naja gut, aber Konfetti-Tiere ist eindeutig. Ja. Ja, aber sehr geil. Mhm. Ja. Ja, das war es auch schon, aber ich wollte diese Story mit euch teilen und diese Tiere, weil ich sie immer noch total abgefahren finde. Ja, vor allem, das, also vor allem so ein Moment, dass du die selber beim Tauchen gehen entdeckst, ist irgendwie was ganz Besonderes. Das passiert ja längst nicht. Ja, voll. Oft. Voll. Und halt auch dieses mit dem langs dahin, die sind einfach weg. Und du bist so, hä? Bin ich verrückt? Ja. Oh Gott, was habe ich gestern Abend gemacht? Leichte Zweifel am eigenen Verstand. Ja. Magische Tiere. Auf jeden Fall. Sehr geil. Ja, ich wüsste auch gerne mehr darüber, wie die das machen. Für mich sieht das so aus, als hätten die diese Schuppen und würden die immer wie Satellitenschüsseln einzeln neu ausrichten können oder so. Ja, aber ja, dass es so schnell Kopf geht, ist abgefahren. Auch, aber ich, das machen die anderen anders, ne? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe es auch echt so ein bisschen irgendwie so überflogen und ey, da habe ich einfach jetzt zu wenig Ahnung von irgendwie Lichtphysik und... Aber das ist auch, wenn das mit Polarisation geht, dann würde ich sagen, es ist scheiße schwer zu verstehen. Ich muss jedes Mal, wenn ich irgendwas mit Polarisation, und ich bin eigentlich Laserphysiker, jedes Mal, wenn irgendwas mit Polarisation kommt, muss ich nochmal ins Buch gucken. Quasi, wie war das nochmal? Was heißt zirkulär? Was heißt, ne? Also, was heißen diese ganzen Sachen? Und vor allem, was macht welches Medium damit? Also, gerade Polarisationssachen in Wasser sind total schwierig, weil Wasser ganz wilde Sachen mit Licht macht. Und dann hast du auch noch Absorptionssachen, weil Wasser auch rot leicht absorbiert und so eine Scherze. Und das macht auch was mit der Polarisation. Aber ja, ich gucke mir das mal an. Genau, das ist ein geiles Thema. Genau, aber das habe ich noch gelesen, dass sie Licht, rotes Licht nicht polarisieren. Das können sie nicht, also die Wellenlängen können sie nicht, weil wahrscheinlich halt, weil das rote Licht ja eh nicht weit kommt. Ja, genau, das kommt nicht weit, aber das kann auch gut daran liegen, dass sie, wenn es um zirkular polarisiertes Licht geht, dass sie wahrscheinlich ein Problem damit haben, bei den Größen ihrer Schuppen, dass das rotes Licht zu langwellig ist. Ja, kann auch sein. Also, ganz bestimmt. Lies das bis zum nächsten Mal. Ja, auf jeden Fall. Ich lese das bis zum nächsten Mal. Und dann kann ich mir ein bisschen was über Licht im Wasser erzählen. Würde ich jetzt einfach an dich abgeben, weil ich habe nicht mehr zu sagen dazu. Ja, dann kannst du mehr dazu sagen. Dann unterhalten wir uns jetzt über die nächsten Tiere zusammen. Soll ich irgendwas öffnen oder willst du... Nee, noch nicht. Don't do it. Ja, warte, ich mach nochmal Blub. Ja, blub. Es geht natürlich um Meerestiere jetzt und die sind auch gar nicht so weit entfernt von Jules Tieren, wie sie schon erwähnt hat. Und es geht um Tiere, mit denen vermutlich zumindest alle in Deutschland schon mal zu tun hatten, indirekt, weil wir hier ein gutes Gesundheitssystem haben. War das jetzt zu komplex erklärt? Ja, aber es gibt, nein, das war nicht komplex erklärt. Das hilft mir nur in keinster Weise, drauf zu kommen. Nee, vielleicht noch nicht, aber vielleicht in der Verbindung mit, dass es so ähnliche Tiere sind, wie die Jules gerade hatte. Und dann gibt es noch den Hinweis, dass es sich um eine Art Zyklopen handelt. Also
sieht ein bisschen so aus wie, es hat so ein zentrales Auge auch. Aber Egal, noch hast du mehr, getrunken? insgesamt 10. Nein, ich trinke seit Januar nichts, Alles klar. außer alkoholfreie Dinge. Hier ist kein Bier im Spiel. Man hat 1967 einen Nobelpreis verliehen, weil an diesen Tieren geforscht worden ist in der Medizin. Lieber Chat, ihr könnt jetzt mal raten. Ich wäre mal gespannt, ob Und ihr irgendeine Idee habt. ja. Zyklopentiere, ein Auge, aber eigentlich 10. Es gab 67 einen Nobelpreis, weil an diesen Tieren Ja. geforscht wurde. Sie sind gut für die Medizin in Deutschland. Überall auf Sind der sowas ganzen wie Welt. Krebstiere. Go for it. Ich bin sehr gespannt. Ich meine, ich habe die Ja, Links ist geöffnet. Ich habe eine sowas. Idee, aber ich wäre jetzt. Ja, du weißt es, Ja, ja. ich weiß es ja. Aber trotzdem habe ich versucht, irgendwie dem zu folgen, was du sagst, und ich hätte überhaupt gar keinen Plan, was es sein könnte. Nee, hätte ich, also wenn ich es nicht selber mich damit beschäftigt hätte, hätte ich das auch nicht. Zu den Feinden gehören Alligatoren, Schildkröten und Seevögel. Okay. Ja. Und wenn ihr schreibt, wir wollen es einfach so wissen, dann erzähle ich es natürlich auch. Aber das ist langweiliger. Aber ja, hier im Chat passiert nichts. Also ich Nee. will hier schon einen Versuch, einen Rateversuch Ja, schon ein sehen. Rateversuch wäre ganz cool. Kann auch total absurd sein. Aber vielleicht hört schon gar keiner mehr zu. Es ist Ja, nicht. weil dann, wenn kein Rateversuch kommt, dann machen wir Schluss jetzt hier. Weil ich weiß es. Ich Du bist schon mit den Hinweisen weiß drauf gekommen. Okay, cooler Typ, hebt die Arme. es Ja, das ist so ergebnisoffen. Ja, okay, soll ich Ja, sagen? bitte. Na gut. Es handelt sich um Seemaulwürfe. Das ist ein anderer Name für Pfeilschwanzkrebse. Ganz, die wusste ich Pfeilschwanzkrebse. aber auch noch nicht. Seemaulwürfe. Ja, hast du noch nicht einen Nein, Seemaulwurf ich habe noch gesehen? nie einen Seemaulwurf. Ich habe mit euch die Furzgrundel kennengelernt, das Papierboot, was weiß ich nicht, was für abgefahrene Sachen, aber Konfettitiere, Konfettitiere ja, gerade die komplett eben. neu entdeckt. Benannt nach der anwesenden Wissenschaftlerin und ihrer Idee. Genau, welchen Link darf ich da mal öffnen, dass wir uns mal einen Nimm den ersten. Pfeilschwanzkrebs, den ersten, das ist der hier. Ja, genau, weil da kann man die dann nämlich mal sich genauer anschauen, da in der Horseshoe Mitte. Crabs. Genau, die sind auf Englisch nach dem Pferdefuß benannt, weil die so eine pferdefußartige Form haben. Es gibt noch. Ach so, ich mach noch mal blub, damit man das sehen kann. Das ist gut, ja. So. Sehr schön. Es gibt noch vier Arten in drei Gattungen, die lebend auf diesem Planeten zugange sind. Und die werden lebende Fossilien genannt, denn die Vorläufer gibt es schon seit über 450 Millionen Jahren. Und das erste Tier aus dieser Gattung ist vor 150 Millionen Jahren auf der Erde erschienen. Okay, das heißt, Gesandt von Gott. es gibt davon. Jawohl, es gibt davon also Ja. schon Fossilien. Es gibt tausende von Fossilien. Die geilste Geschichte zum Thema Fossilien, die ich heute dazu gelesen habe, ist aus dem Solnhofer Jura. Das ist eine Stadt oder ein Gebiet zwischen Nürnberg und Augsburg, also irgendwo in Bayern. Da kennt sich Julia Zwischen besser aus Nürnberg und als. Augsburg ist viel Platz. Da ist so gut wie Ja. komplett Franken Ja, da dazwischen. gibt. Aber da Au, gibt es das ist irgendwo, ja ich für den weiß es. Bayern auch ganz doof, ne? Bayern möchten sich damit ja nicht. Franken und Bayern sind ja ganz unterschiedlich. Können die Franken ja nichts dafür, dass Franken in Ja. Bayern liegt. Was wolltest du sagen, Jules? Verzeihung. Entschuldigung. Ich habe leider gerade echt Internetprobleme. Ich kann euch fast nicht mehr verstehen. Dann geh doch wieder raus und wieder rein. Ja, ich glaube, vielleicht muss ich das mal machen. Ja. Die einzige anwesende Bayerin kann jetzt gerade nicht. Geht, ja, sie hat zu hart rumgedisst. Ich gehe jetzt. Tschüss. Ja, tschüss. Haben sich zu wenige Leute im Chat gemeldet, dann geht sie halt. Sie ist jetzt Genau. bei Arte. Da zählt auch nur die Einschaltquote. Tschüss. So.
Nee, aber da muss ich noch kurz auf Jules warten, weil ich fand das sehr lustig, was ich da gelesen habe. Also de Ja, facto da bist du, okay. als lebendes Fossil bekanntes Tier, wobei sich da ein bisschen drüber gestritten wird, aber die Bauform dieses Tieres hat sich seit Millionen von Jahren nicht geändert. Die größte Version von denen ist fast 60 Zentimeter lang und Also 5 Kilo mit schwer. Schwanz. Ja, mit Schwanz glaube ich schon, ja. Aber das ist ja schon über einen halben Meter, also es ist Ja. jetzt nicht so klein. Und die sehen gefährlich aus, sind sie aber nicht. Die haben nicht mal so richtige Zähne in dem Sinne. Die schaufeln sich alles zwischen ihre Vorderbeine, die so als Zangen umgebildet sind, und müssen das zerdrücken, bevor sie sich das ins Maul schieben. Und sie haben, so wie die Vögel auch, Steinchen im Magen zur weiteren Zerkleinerung. Also sie müssen auch irgendwann in ihrem Leben mal Steinchen fressen, damit das mit der Verdauung Ja. klappt. Was aber Okay. nicht wirklich weit hergeholt ist, denn die leben auch eingebuddelt Ah. im nicht so tiefen Wasser, so bis 50 Meter Tiefe. Genau, heute geht es um Konfettitiere und Seemaulwürfe. Exakt. Und Julia ist darum, wieder dass da. Jules Verbindung Ja, mal. bestimmt wieder besser ist jetzt. Bist du einmal durchs Haus gelaufen und hast alle aus dem Internet geschmissen in der Zwischenzeit? Nee, ich glaube, es ist gar niemand da. Oh. Aber jetzt habe ich doch auch Nee, das ich habe jetzt Gefühl, dass es mal. besser ist. Ja, mal gucken. Also, ich habe jetzt einfach Discord nochmal neu gestartet und habe auf dem Rechner noch ein paar Programme beendet und so, in der Hoffnung, dass das vielleicht irgendwie nicht Discord stört. neu starten hilft ganz oft. Ja, genau. Sehr gut. Olaf ist auch da. Olaf, es geht heute um Konfettitiere und Seemaulwürfe. Die Konfettitiere sind leider schon abgehakt, kann man sich dann im Nachhinein noch anschauen. Die hatten mit Jules zu tun letztens und wurden gefangen genommen und Aber deswegen Link so vom dement. Video ist oben noch, wenn du nachgucken willst. Ja, guck sie auf Ja. jeden Fall an, das ist cool. Und jetzt geht es um eine Variante eines lebenden Fossils. So wird es genannt. Es wird aber gestritten, ob man das so nennen darf. Aber der Bauplan von diesen Tieren ist seit Ewigkeiten der gleiche. Und die leben im Flachwasser. Und eine Art lebt in Nordamerika und drei in Asien, Südostasien. Art die richtige? Ja, drei Arten. Es gibt vier Arten und drei Gattungen. Das kann ich nämlich nicht. Da bin ich richtig schlecht drin. Arten, Gattung, Familien. Oh. Da komme ich auch Die immer ins Klassen. Schwimmen, da the Biologin to the Rescue. Das ist. Ja, aber wir haben ja mit Jules schon mal drüber gesprochen. Die findet das auch nicht so geil. Also geil wahrscheinlich schon, aber die spontane Anwendung der richtigen Klassifikation ist nicht so einfach. Egal. Nee. Auf jeden Fall haben die einen ganz einfachen Bauplan. Es gibt den Vorderteil, das ist das Hellgraue auf der linken Seite. Dann gibt es den Mittelteil und dann gibt es den Schwanz. Und die Männchen haben, das sieht man, die Struktur der ersten Klaue. Da haben die Männchen so eine Extra-Variante, damit die sich an den Weibchen festklammern können, wenn sie im Frühjahr sich fortpflanzen. Okay. So. Und ich hatte ja gesagt, dass man mit denen schon mal einen Nobelpreis gewonnen hat. Denn die Geschichte ist eigentlich total schön. Das gab so einen Typen, der an der Hopkins-Universität Medizin studiert hat und in seinem Master unbedingt mehr über die Augen, also wie funktioniert ein Auge, war sein Thema. Und dann haben alle gesagt, da nimm Froschaugen. Froschaugen sind super, vielleicht ein bisschen komplex, aber da kann man dran forschen. Dann hat er Froschaugen auseinandergenommen und hat festgestellt, so eine Scheiße, es geht gar nicht. Man kann da nur nachts, also er konnte sowieso selber nur nachts forschen, weil er tagsüber zu den Kursen musste. Und das war mit Froschaugen alles nicht machbar. Und dann ist er auf einem Spaziergang über so einen Feilschwanzkrebs gestolpert am Strand. Die kommen im Frühjahr, Mai, Juni, an den Strand, um da Eier zu legen. Und die waren früher in Massen unterwegs, also extreme, riesige Mengen von Feilschwanzkrebsen am Strand. Er hat ein Exemplar gesehen und du kannst mal ein bisschen weiter nach unten Ja. gucken. Da sieht man die Augen auch. Da, das Ja, hier. und die Augen sind 100, nee, 1000 Mal größer. Wir haben ja Stäbchen und Zäpfchen und ein
ein so ein Aufbau, weiß ich nicht, die kleinste Organisationform in diesem Auge, die ist tausendmal größer. Du kannst also mit bloßem Auge die Funktion des Auges nachvollziehen. Ah, Und da okay. dachte er Ach, sich, krass. geil, da kann ich jetzt dran forschen und kann auch direkt die Reize prüfen, weil ich kann ja sehen, wie dieses Auge reagiert auf das, was ich tue. Oh, Und heftig, damit hat ja. er Nobelpreis bekommen dann, 67. Ja, das fand ich sehr spannend und die Geschichte von diesem Mann ist auch ganz nett, weil man hat wohl gesagt, also so eine kleine Sage wurde überliefert, das ist ja ein Mediziner gewesen, der das gemacht hat, der hat sich aber Zeit seines Lebens sehr krass auf das Thema Augen fokussiert und dann hat irgendjemand gesagt, wir geben dir den Doktor, wenn du niemals mit Menschen arbeitest. Okay. Ja. Ja, hat er wahrscheinlich auch nicht vor. Ja, das fand ich echt interessant. Hier gibt es noch mehr. Oh, das sieht auch abgefahren aus. Und Ja. weißt du, für was er genau den Nobelpreis bekommen hat? Also, das ist ja nicht dafür, dass er entdeckt hat, dass man gut an den Augen forschen kann vom Fall. Nee, der Weitsprechend. Aufbau eines Auges, du kannst Ah, die okay. Retina erforschen, er hat die Retina erforscht. Es ist Ah, in alles klar. dem, also der konnte dann anhand dieses, der Augen von den Pfeilschwanzkrebsen, hat er herausgefunden, wie das Auge an sich funktioniert. Alles klar, okay. Ja, das ist Abgefahren. sehr interessant gewesen. Die haben also diesen Kopfteil, das Heiden muss jetzt. Hardline. Was liest du? Wo bist du? Heiden Halden Hardline bekam den Medizinnobelpreis Ja. 1967 für die Entdeckung auf dem Gebiet der primären physiologischen und chemischen Sehvorgänge im Auge. Ja. Und dieser Pfeilschwanzkrebs. Ja, die sind mit den Triops verwandt schon, grundsätzlich so als Krebs. Aber sie sind keine richtigen Krebstiere. Das ist, muss man dazu noch sagen. Die sind näher an den Spinnentieren als an den echten Krabben. Ah, aber auch, Und weil es lebende Fossilien sind, trotzdem auch relativ weit entfernt. Ja, ja, genau. Und die haben natürlich keine Tracheen, sondern Kiemen. Und die Kiemen, die sieht man, wenn du wieder ein bisschen nach oben scrollst, auf der natürlich, Unterseite. Und ja. ich finde es als Autorin besonders schön, dass die Bücher Kiemen heißen, Book Gills. Das sieht man auf der rechten Seite, weil die so wie Blätter von einem Buch übereinander liegen. Und hier Und unten sieht die man das auch haben, nochmal hier. Da sieht man es ja, auf dem genau. Foto schöner. Und das mit, die Mitte da über den Kiemen, das ist der Mund. Der ist so sehr zentral organisiert und da schieben die sich einfach, die präferieren dünnwandige Muscheln als Futter, fressen aber auch Würmer und kleine Krebschen und was so geht, auch Algen. Aber Muscheln finden sie am besten, glaube ich. Okay. Dünnwandig, bitte möglichst dünnwandig. Ja, Die sehen spannend. halt. Die haben auch. Wie viele Beine haben die? 10. Ja, viele. Mehr Ja, als Spinnen. 10 Freaks. Ja. Ja, das sind die. Ja, aber Aber die ja, genau, ersten aber ich. umgebaut Aber als wenn Zahn sie. und Futter. Ja, aber wenn. Ja, genau, aber sie sind. Also, sie sind eigentlich. Ich habe auch nur kurz hier nach der Systematik geguckt. Sie gehören auch zu den Gliederfüßern, aber das heißt, sie sind mit Triops. Gar nicht verwandt. Sehr, also sind schon also sehr weit weg. Also es ist ja dann im Endeffekt ist der Triops genauso verwandt zu, keine Ahnung, einer Heuschrecke wie zu dem Wir sind alle Pfeilschwanz. verwandt, wir sind alle Ja, eins. genau. Also es ist ja, also Okay, vergiss es. sie schauen ähnlich aus, aber sie sind eigentlich nicht miteinander verwandt. Aber, wie heißt es noch? Die haben, muss man nachgucken hier, denn die haben einen Trilobiten. Die sehen total aus wie Trilobiten in ihrem ersten Larvenstadium. Das ist ganz interessant. Trilobiten, Ja, kannst du das Trilobiten. übersetzen Das ist. für mich? Nein. Das Okay. sind, aber die Trilobiten sind. sind Fossilien, die es nicht mehr gibt Ah. und die mein Opa gesammelt hat.
und aus Steinen rausgekloppt hat. Und ich hatte Ja. früher welche. So viel kann ich dazu sagen. Ah, ja, okay. Trilobie, ja, okay. Ich Schau habe ein das bisschen Wort aus noch nie gehört. Ja, wie okay. so Käfer oder Ja, so ein bisschen, ja. ja. Ich Also so, aber zeige ich glaube, mal die haben keinen so einen kurz Schwanz. so ein Ja, die haben nämlich Bild. keinen Schwanz, ja. So, ne? Das wäre, Ja. das habe ich jetzt gerade von Wikipedia einmal gezogen. Ah, ja, genau. Ja, Dieses deswegen wird Bild. das erste Stadium nämlich Trilobitenlarve genannt. Okay. Und die brauchen relativ lange, bis sie geschlechtsreif sind, so zwischen 9 und 12 Jahre. Oh Gott. Und mehrere Häutungen. Also in der ersten Häutung haben sie noch nicht die richtige Anzahl von Beinen und auch noch keinen Schwanz. Und das kommt dann später alles erst. Die sind ja schon seit Millionen von Jahren da, relativ weite Range von Möglichkeiten. Und man hat sie, das genau, da waren wir vorhin stehen geblieben, im Sollenhofer Jura gefunden. Da sind so Kalksteinschichten und sehr, sehr viele Versteinerungen, die man da finden kann. Und da gab es die Spuren von denen. Und weil die diesen Schwanz haben und immer hinter sich herschleifen und so eine ganz komische Art, sich zu bewegen, hat man immer die Spuren von denen in diesem Kalk gefunden. Aber man hat Ach, keinen witzig. Pfeilschwanzkrebs dazu gesehen am Anfang. Und deswegen gibt es so richtig geile Theorien. Bevor sie herausgefunden, dass der das war, haben sie das irgendwie irgendwelchen Flugsauriern angedichtet, die jetzt auf dem Boden rumgegangen sind oder irgendwelchen springenden Sauriern. Also so ganz irre Ideen, wer das jetzt gewesen sein könnte, bevor sie da die erste Spur dann, die erste richtige Spur gefunden haben. Und die Ablagerung natürlich. Also das Fossil. Ja, und die sind sehr, ich hatte ja gesagt, dass jeder schon mal Kontakt mit denen hatte. Ja, Das liegt da bin ich daran, jetzt drauf gespannt. ja, das liegt daran, dass wir ja ein Gesetz haben zum Thema Reinheit in der Medizin. Also du musst ja die Chargen von Medikamenten, die du jemanden gibst, also zum Beispiel Impfstoffe, die Ja. werden getestet, ob es da gefährliche, warte, wie heißen die? Endotoxine drin hast. Weil sobald du irgendwas spritzt oder irgendwas einsetzt, einen Herzschrittmacher oder so, wird ja der Magenumgang und es gibt kein Warnsystem mehr im Körper. Also kannst du jemanden total vergiften, wenn du dem was spritzt oder einsetzt. Und da in dem Fall wird dann getestet von der Europäischen Arzneimittelbehörde oder whatever, jede Charge, die irgendwo verwendet wird am Menschen, ob da Endotoxine drin sind. Und die Pfeilschwanzkrebse haben ein Blut, in dem es ein Protein gibt, in den Blutzellen, die heißen Amöbozyten, finde ich einen ganz weirden Okay. Namen, also wie die Amöbe, die enthalten Eiweiße, die auf Endotoxine reagieren, und zwar mit Gerinnungen. Das ist so ein krass uraltes System bei denen, dass sofort, wenn da irgendwo ein Endotoxin auftritt im Blut, dann wird das eingefangen, indem sich die Blutzellen zu einem Gelee umwandeln, die da drum liegen, nicht alle. So, also es wird sozusagen erstarrt, wie könnte man das besser ausdrücken? Also es kann dann sich nicht weiter bewegen. Eingedrungene Bakterien werden eingekapselt und unschädlich gemacht von den Proteinen. Das Limulus amöbozyten Limol ja, Lysat-Test heißt Limulus Amöbozyten-Lysat-Test oder der Lall. Ja, Lall-Test, genau, Lall LAL. ist einfacher. Genau, der Lall-Test, den gibt es seit den 70er Jahren. Ein bisschen komplex erzählt, ne? Naja, auf jeden Fall kannst du halt alles testen, ob da irgendwo Endotoxine drin sind, wenn du da dieses Blut drauf kippst. Und das ist auch ein Problem für die Pfeilschwanzkrebse. Es gibt seit 1997, haben die in Asien geforscht und haben eine Alternative gefunden, damit man nicht mehr das Blut aus diesen armen Tieren rausnimmt. Da habe ich dir ein Video geschickt. Das ist eigentlich ein Werbevideo, weil die Arzneimittelhersteller, die sagen, ja, wir holen die aus dem Meer oder wir haben eine Zucht.
Und dann kommen die wieder ins Meer und die sind ja gar nicht, die überleben ja fast alle und das stimmt natürlich nicht. Ja, natürlich nicht. Nein, das Die gibt super kriegen viel eine Kritik riesige daran. Kanüle. Ja, die kriegen so eine riesige Kanüle direkt ins Herz gerammt. Bei lebendigem Leib wird ihnen 200 bis 400 Milliliter Blut abgenommen, das so bläulich schimmert, weil da Kupfer drin ist, das dann Ihr rumoxidiert Blut ist an der blau, Luft. genau. Zu diesem Punkt wollte ich noch Ja, kommen. Ich habe Blaublut. kurz den Test gelesen und dachte dann so, ah, Ja, wann erwähnt Inga endlich, dass sie blaues Blut haben? blau. Die haben blaues Blut, so ein bisschen wie ein blauer Corona-Test. Nein, aber die sind natürlich in der Covid-Forschung, also wenn die Impfstoffe sind auch getestet, mit Blut oft von diesen Tieren. Also in der EU ist jetzt so eine Alternative, so ein synthetisches Zeug auch zugelassen als Alternative zu dem Blut, weil das Blut, das gerinnt aufgrund der Komplexität auch, wenn man da in irgendwas testet und da ist, keine Ahnung, irgendwas, weiß ich nicht, irgendwas anderes noch dabei, weil das ist relativ sensibel, auch auf ähnliche Stoffe. Es kann sein, dass eine Charge weggeschmissen wird bei so einem Lall-Test, weil der falsch angeschlagen hat. Und das ist bei dieser synthetischen Variante nicht mehr so, weil da nur noch das eine Eiweiß da drin ist. Und dieses eine Eiweiß, ich habe mir das auch irgendwo aufgeschrieben, wie das heißt, weil das heißt irgendwas. RFC-Test heißt das. Also der Proteinfaktor C, was auch immer der Proteinfaktor C ist. Ja. Hast du Keine irgendwas, was. Ahnung. Ja, Ja, warte, ich das. kann ihn auch nicht. Das ist. Auf jeden Fall ist ein Liter von dem Blut, das ist blaues Gold sozusagen, so 15.000 Euro pro Liter wird auf dem Markt gezahlt. Wahrscheinlich mit den Währungsschwankungen mal mehr, mal weniger. Wow. Und Okay. synthetisch ist es aber eigentlich viel weniger störanfällig, wenn man die synthetische Variante benutzt. Genau. Und das hier Und ist das da Video. sieht Ich habe man, da schon den Ton ausgemacht. Ich bin jetzt total ja, sehr gut. gespannt. Ja, das ist ganz grausam. Das ist wie aus so einem dystopischen Film. Mach mal an. Also man sieht den Lebensraum und dann bestimmt irgendwo die Fabrik. Ich habe das schon länger nicht mehr angeguckt, ehrlich gesagt, weil ich wollte das schon vor Monaten mal erzählt haben. Da sind sie, jetzt mal am Genau. lebenden Objekt. Und Die sehen dahin ist das irgendwie Männchen. echt gruselig Ja, aus, so. irgendwie echt, ich finde die Finde ich irgendwie voll süß. spannend. Ich finde, die haben so einen ganz eigenen Charme. Und da Irgendwie, sieht ich man finde, die so schauen einen aus wie ein schönen. Pokémon. Die Ja. könnten ein Und ein Pokémon sein, oder? Saugroboter. Das Oh ist doch ja, ein stimmt. Saugroboter gerade. Das ist ein Saugroboter, das stimmt. Ja, da sieht man, wo die leben, also in der Ostküste Amerikas und in Südostasien. Und sie sind wichtig als, also in Delaware Bay oder so ähnlich heißt das. Ich finde das total laut Helmchen, oder? Ja, okay, Ja. das war irgendwie niedlich, ja. Ja. Ich würde auch, wenn ich einen hätte, würde ich ihn auch Darth Vader nennen. Auf jeden Ja. Fall. Den Schwanz benutzen die als Ruder beim Schwimmen, also so, ne? Wie Zum man auch beim Schwimmen, Steuern. genau, zum Steuern und zum Wiederumdrehen, wenn die sich mal umkippen und die schwimmen auch mit Rücken unten und Bauch oben. Ah. Also, ja, ganz eigene Art auf Nee, diesem dann können sie den Planeten. Grund sehen mit den Augen, die sie oben haben, oder was? Die können auch echt gut sehen, die haben so eine Überallsicht, dadurch, dass sie diese Augen überall irgendwie haben. Aber sie können sich nicht durchsichtig machen. Nee, das Nein, ist ein deine Fehler. Konfettitiere haben in dem Bereich die Nase vorn, Ja. falls sie eine Nase haben. Ich glaube, sie haben keine Nase. Und die graben sich auch ein. In Nordamerika sind die dann relativ unaktiv in der kälteren Jahreszeit. Da werden sie geerntet. Da werden sie ja ganz Ja, schonend in ein Netz, ganz, ja. ganz liebevoll einzeln. Ja. Bestimmt. Aber die werden normalerweise mit Trawlern, ne? Also mit Ja. Schleppnetzen und Trawlern. Das ist jetzt hier das Werbevideo. Aber ich meine, für so ein Liter Blut aus einem Tier, da brauchst du wahrscheinlich, also ich meine, da brauchst du wahrscheinlich mehrere Tiere. Ne? Also ich meine, die sind schon groß, aber auch nicht so groß. Nee, und dann werden die Also da, ja, da sind die eingespannt auf so ein komisches Ding.
Und jetzt Ja. wird gezapft. Dann werden die, ja, Oh und Mann, das ist ey. so zwischen die Panzerteile, so diese mitten ins Herz. Und dann wird natürlich, also Boah. Forscher sagen halt auch, so 30% überlebt das sowieso nicht. Und dadurch, dass die während oder nach der Brutzeit rausgefischt werden, wenn sie während der Brutzeit rausgefischt werden, dann haben die Weibchen eigentlich keine große Chance mehr, ihre Energie in Eier zu stecken oder sich Ja, ordentlich fortzupflanzen. klar. Ist ja klar. Und dadurch, dass Ja. die so rund 10 Jahre, zwischen 9 und 12 Jahre brauchen, um überhaupt fortpflanzungsfähig zu sein, ist das ist echt so, es ist unglaublich krass. Und die Reste, also die werden gefangen, dann sterben schon mal welche, dann wird den Blut abgezapft, dann sterben wieder welche, dann wird der Rest ins Meer geschmissen, dann sterben wieder welche. Und manche werden dann auch noch verkauft, die wurden früher als Aal, Köder, als Köder verwendet. Oh, krass, okay. Und natürlich sind sie jetzt bei Covid-19-Impfungen auch wieder ganz stark on demand gewesen. Aber ich weiß gar nicht, Jules, du hattest doch auch mal die deutschen Hersteller da von dem Covid-Dingsens, oder hattest du nicht bei deiner Blut, du hast doch eine Lesung gehabt und dann waren doch parallel bei der Lesung, Ja, hast du die mal zu sowas die. gefragt? Nee, ne? Wie die das Nee. gemacht haben? Ach so, Das nein, ist, ich aber hatte das ist nicht ja auch die dann, das ist Team. ja auch eine furchtbare Sache, Ich wenn du hatte auf keine N Gesprächszeit mit ihnen. Ja. wenn du so Ja. eine Verpflichtung hast für den Test von Arzneimitteln, dann musst du ja quasi musst du ja Regularien beachten. Das ist ja gar nicht so etwas, was du, das ist ja quasi eine eigene Abteilung in der Firma, die sich quasi damit beschäftigt, dass das Ding zugelassen wird. Das ist ja halt auch so eine Sache, ne? Ganz häufig sind, ich war in Berlin auf dem Campus vom MDC und das MDC, also das Max-Delbrück-Zentrum für biologische Medizin. Ich war nebenan an einem anderen Leibniz-Institut, aber das Max-Delbrück-Zentrum ist schon relativ groß. Es ist ein Helmholtz-Zentrum hier in Berlin und da waren immer mal wieder Protestierende, die gegen Tierversuche waren. Ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber ganz häufig ist es so, dass diese ganzen Tierversuche, wenn es um medizinische Sachen geht, ja nicht die Idee ist, dass die Forscher da so geil drauf sind, dass wir jetzt dringend Tierversuche machen müssen, sondern wenn es darum geht, dass du einen Wirkstoff in irgendeiner Form anfängst zu testen auf seine Sicherheit, musst du in bestimmte Tiere gehen, ansonsten sagt der Gesetzgeber, ja, habt ihr schon einen Tierversuch gemacht? Nee, dann wird der nächste Schritt für eine Studie, dass es irgendwann mal in Menschen reinkommt, gar nicht erst genehmigt, wenn du das nicht machen musst. Es gibt gesetzliche Vorgaben, die einen zu bestimmten Schritten verpflichten. Trotzdem ist eine Diskussion über Tierversuche immer eine wichtige. Das muss abgewogen werden und so weiter und so fort, ne? Aber häufig ist es halt so, dass diese Tests halt aus Regularien bestehen und du dann bestimmte Dinge machen musst. Und dieser Lall-Test, ja, seit den 70er Jahren gibt es den. Und wir wissen das alle, ne? Wenn irgendwo war in der Verwaltung oder bei Testen oder sowas sich irgendwas durchgesetzt hat und bewährt hat, dann hältst du erstmal daran fest. Und dann muss ein neuer Test erstmal beweisen, dass das besser geht. Aber du hast ja schon gesagt, seit Ende der 90er Jahre gibt es einen Alternativtest, Gott sei Dank. Ja, es gibt einen Alternativtest seit 1997 und es gibt mehrere, die das seit Anfang der 2000er und jetzt auch seit 2016 noch eine andere Variante, die das produzieren, also in größeren Mengen. Es ist eine Ja, und Alternative. dann hast du natürlich noch die Fallschwanz, Krebs, wie sagt man, Melk-Lobby, Ja, ne? das Also ich ist meine, genau. wenn du da, Die haben nämlich also gesagt, so. geiler als unser Test, also der synthetische Test ist bestimmt nicht so gut. Die haben nämlich in Ich Amerika die meine, weil, Zulassung, ey, der war jetzt auch nicht. 15.000 Euro für einen Liter, die müssen Ja. da fahren, da ins Meer und sammeln die einfach ein und schwupp, Ja. wupp, wupp, wupp. Also ich meine, Ja. das ist eine Gelddruckmaschine. Es ist absolut. Die Es ist. haben natürlich Interesse daran, dass das beibehalten wird und so. Das sind ja auch immer Ja. noch. Und dann ist die Frage, wie sind die connected? Ja. Blablabla. Das ist ja immer eine komplexe Sache dahinter. Ja. Falls ihr noch Fun Facts dazu wollt, im Sinne von
Bilder, Fun Facts. Naja, also ich habe dir noch so ein Paper geschickt, das ist aber ein. Das hier? Nicht frei Ja, zugänglich. exakt. Ja. Guck mal bitte auf, also erstmal auf Seite 26 innerhalb des Dings, also nicht die Seite 26, die da gedruckt ist, sondern du kannst einfach Seite 26 eingeben PDF. oben im PDF. Da sieht man das älteste, den ältesten, das älteste Fossil, damit man mal sehen kann zum Thema lebende Fossilien. Boah, wir So. waren aber ganz klein. Ja, krass. Ja. 5 mm. Ja, die sind jetzt Ist ja auch nicht ein mal ein bisschen Zentimeter größer. groß. Richtig. Süß. Ja, für in Mini. die Hosentasche. Anstecker. Konnte sich trotzdem nicht durchsichtig machen. Die Habitate haben wir schon gesehen und dann möchte ich euch natürlich das erste Bild in Form eines Gemäldes nicht vorenthalten. Auf Gemälde. Seite 310 ist das erste Gemälde, das einen Pfeilschwanzkrebs enthält, von dem man aktuell weiß, nämlich die Fischerei in Virginia. Und da seht ihr die unten. Und da sehen die schon ein bisschen aus wie Ja. Spinnen, finde ich, wie die Auf gezeichnet sind. jeden Auf jeden Ja. Fall. Und damals, Wie viel da los war noch im Meer damals? Alles voll mit Tieren. ja, da gab es noch was. Schildkröten fressen übrigens auch gerne Pfeilschwanz, hatte ich schon Ah, gesagt. Ne? ja, Ja, hat's schon gesagt. das wollte ich dich noch fragen. Das fand ich total. Das hat Ja, mich du hast gesagt überrascht. Alligatoren. Och ja. Also. Und Vögel. Ja, auch Also, Vögel. das ist nämlich. Es gibt Dass so die eine. die durchkriegen, also weil ich meine, die schauen ja echt massiv aus. Ja, aber die haben oben den Panzer und unten sind sie weich. Die Ah, das sehen heißt, du halt musst nur sie von oben an. umschmeißen. Ja, du musst sie umdrehen und dann kannst du frei verfügen. Sie So. kommen mit einer Schale. Ja, sie kommen Aber in die einer Schale tatsächlich. sind gar nicht so leicht zum Umdrehen, ne? Ich glaube, die können sich so ein bisschen festsaugen. Ich habe das mal öfter gesehen, also nur, ich habe die selber in live noch nie gesehen. Aber in so Videos, wenn Leute versuchen, die hochzunehmen, dass die sich irgendwie so, irgendwie, ich weiß nicht, ob die Vakuum machen können, aber dass das nicht so einfach ist, die umzudrehen oder vom Boden wegzukriegen. Also sie können auf jeden Fall einen Aber. Wasserstrudel erzeugen. Das ist nämlich wichtig für die Spermien, die an die Eier ran sollen, wo das Weibchen dann, weil hinten ist, sitzt das Männchen und Es dann ist wie so ein ein Pokémon, Kesselkreis. auf jeden Fall. Ja, Ja, und dann erzeugen die ein so einen Wasser-Pokémon. Wasserstrudel, damit das Sperma von hinten nach vorne geht und dann hat er so einen Flow. Okay. Es gibt aber auch Satellitenmännchen, die auch begatten, sozusagen. Schau, und da sieht man ja, wie die Schildkröte da schon hinschwimmt. Hungry, Quasi eine hungry absolute Schildkröte. Jagdszene. Nicht nur der Mensch jagt auf die armen Pfeilschwanzkrebse. Aber ja, mit den Schildkröten überrascht mich mega. Also, weil die fressen doch sonst keine Und Krebse es oder so, gibt ein Pokémon. Kabuto. oder? Und damit kommen wir zu den Asiatischen, denn das da eben war ja Virginia, das Bild, also Nordamerika. Und in Asien, in Südostasien, gibt es ja auch Ja. Pfeilschwanzkrebse. Und auf der Seite Ich bin so froh, dass du die 500. Seiten aufgeschrieben hast. Ja, klug, ne? Ja, auch richtig gut damit. 543 sieht man, was die Taiwanesen damit gemacht haben. Also bei dem Tempel bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das einer in Taiwan ist. Ich habe das versucht nachzuvollziehen, aber ich kann das mit Fotos, habe ich es nicht auf die Schnelle hinbekommen. Das sind Der Lung. Pokémon. Das sind Pokémons. Ja, aber sehr alte Ja. Pokémon-Bilder. Und die Chinesen und die Taiwanesen haben Wörter für den Pfeilschwanzkrebs, der immer noch in der Poesie und im alltäglichen Wortgebrauch verwendet wird. Und das Wort für diese Art steht für die Verbindung zwischen Mann und Frau, für die enge Verbindung zwischen Mann und Frau. Also, oh du mein Sex Pfeilschwanzkrebs, ist was sehr ist Poetisches. sehr, sehr, sehr poetisch und eindeutig. Also wäre Ja. sowas wie das Wir sind eng verbunden. Schmusebärchen im Deutschen wäre, Ja, oh du mein ja, Pfeilschwanzkrebs, ja, wäre. ja, ja, ja. Zuckerschnecke. Ach, Schmusebärchen. Schmusebärchen schön. ist genau. Ab sofort können wir uns alle Du Schmusebärchen verschmusen. Pfeilschwanzkrebschen. Ja, Ach du. es, ja, finde ich sehr cool. Ja. Und wenn du ein bisschen weiter runter scrollst, dann
sieht man, dass die auch als Schöpfkelle verwendet werden worden sind. Und das ist heutzutage nicht mehr so. Ja, Aber das schön. Wort für diese Schöpfkelle ist trotzdem immer noch, ich kann es natürlich, keine Ahnung, wie das heißt, aber es hat der Wortstamm leitet sich von Pfeifschwanzkrebs ab. Die große Schöpfkelle zum Frittieren ist in Taiwan die Pfeilschwanzkrebskelle oder so ähnlich. Okay. Ja, witzig, aber macht voll Sinn. Ja, und ich glaube, weiß ich nicht, scroll noch mal weiter runter. Ich glaube, da kommt jetzt nicht unbedingt noch was, aber ich weiß, bin mir gerade nicht sicher. Nee, das waren die beiden wichtigen Sachen. Ja, das war's an Fun Facts. Du brauchst nicht weiter. Es ist eine 600, über 600 Seiten Fun Ding. Ich habe Facts. mir die alle durchge, ich Ja, habe alle okay. Seiten angeguckt. Okay. Ja. Gute Fun Facts. Ja, das. Ich habe übrigens noch mal gerade ganz kurz wegen der Frage mit den, jetzt habe ich, wie heißen die kleinen Krebse noch mal? Trilobiten? Tritops, oder? Tritops. Ja, Yps-Heftkrebse, Urzeitkrebse. Ja, ist nicht, nee, die sind ein bisschen anders, weil Triops, Triops. Triops, genau, weil die Urzeitkrebse sind ja diese kleinen Brain Shrimps, das ist gerade der Name nicht mehr ein auf Deutsch. Diese Salzkrebschen. Und dann gibt es eben noch welche, die schauen wirklich sehr aus wie die Pfeilschwanzkrebse. Die sind größer, das ist jetzt das neue Ding. Und genau, ich habe jetzt gerade nochmal hier Feenkrebs. auf den Tree of Life gesehen. Also tatsächlich sind quasi die Krebse, also alles, was die Krebstiere sind näher verwandt mit den Sechsfüßern, ne, also mit den Insekten und sowas, als genau, die Pfeilschwanze und die Spinnentiere sind nochmal echt auf einem ganz anderen Ast. Also das heißt, die sind wirklich echt extremst weit entfernt miteinander verwandt. Auch wenn Anderer sie sich sehr Ast. ähnlich sind. Hallo, Horsti. Ja, schönen guten Abend. Ah, sorry, ich habe dich gerade nicht verstanden. Ich habe wieder Probleme mit dem Internet. Ja, wir Ja, dann haben sollten wir jetzt Horsti spielen und begrüßt. nicht mehr reden. Ja. Ich würde sagen, wollen wir eine kurze Pause machen? Ich versuche hier nochmal irgendwie, ich versuche mal das WLAN zu wechseln und Ja. Fünf nochmal neu Minuten. zu starten. Ja. Und dann zocken wir. Ja. Ja. Wir spielen dann nach der Pause ein Spiel. Ich werde es dann erst nach der Pause verraten, weil das Schöne ist, es ist ein Indie-Game. Es ist auf itch.io und ihr könnt es euch erst angucken und dann bezahlen, wenn es euch Oh. gefällt. Also fair, ja. Ich hab den Entwicklern einfach mal blind ein bisschen was in den Topf getan, weil wenn ich da was runterlade, dann mache ich das meistens so. Aber man kann halt die Leute direkt unterstützen. Aber wenn ihr es euch auch nur angucken wollt, dann könnt ihr es halt euch einfach nur mal runterladen und da angucken. Aber das, was es genau ist, das sehen wir dann nach einer kleinen 5-Minuten-Pause, die wir jetzt machen. Und dann geht's weiter mit einem schönen Spiel, wo es darum geht, dass Wasser Leben ermöglicht. Sehr künstlerisch. Ich habe es auch noch nicht angespielt. Also ja, bis gleich.